Yo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Road to Glove Unboxings. Und heute habe ich mal wieder 10 Kisten am Start. Und zwar nur die Handschuhkisten, die normalen. Weil jetzt hatte ich ja die letzten zwei Mal die Klatschkisten, die neuen. Und ja, die werde ich dann auch beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder nehmen. Nur sind die jetzt noch immer sehr teuer, beziehungsweise kosten die noch 1,70, sind gerade wieder gestiegen um 20 Cent. Deswegen gibt es heute die Glove-Kisten, die normalen. Zum Schluss gibt es dann auch noch ein Giveaway, aber da komme ich dann, wie gesagt, zum Ende. Jetzt hebeln wir mal die 10 Kisten auf und hoffen auf das Beste. Beim letzten Mal habe ich sogar, ich würde mal sagen, reingelackt. Ich habe einen Skin gezogen, der war sogar einiges wert. Okay, der erste Skin ist mal Purple. Aber nachdem die Klatschkisten damals, beziehungsweise wie ich das vorige Video aufgenommen habe, noch glaube ich 2 Euro gekostet haben, war das Ganze dann doch noch eine Minusgeschichte. Aber mal sehen, wie es heute wird, weil die Glove-Kiste kostet eine 3 Cent und die Klatschkisten kostet im Moment dann jetzt 1,70. Aber es ist im Prinzip scheißegal, weil ich ziehe immer 10-mal Purple. Oder 8-mal Blue und 2-mal Purple oder vielleicht auch nur 10-mal Blau. Das wird heute nicht. Oh, da geht gleich mal Rot vorbei. Buzzkill wäre auch nice. Würde ich mich eigentlich auch freuen. Die geben, oder ich habe das Gefühl einfach, dass es die Prozente für ein Rare Special Item bei den Handschuhen kleiner ist als bei den Knife. Weil ich habe, wenn ich mir das so vorstelle, wie viele Kisten ich aufhebel circa bevor ich ein Knife unbox, wie viele Kisten ich aufhebel bevor ich die mal Handschuhe an, also ziehe, da sind Welten dazwischen. So, jetzt lass hier mal. Ich reibe es mal einfach die M4. Mal klein anfangen. Dann immer wenn ich die Handschuhe reibe, kriege ich sie sowieso nicht. Und dann wird es wenigstens ein Pink Skin, seht ihr? So geht das. Dann muss ich auch mit etwas kleineren machen. So 0. Ui. Okay, okay, ist abgenutzt. Aber es ist mal ein Pink Skin, somit jetzt sagen wir, okay, jetzt reiben wir mal die Dragonfire. Oder könnte ich vielleicht auch noch mal den Pinkskin reiben. Pinkskin ist wieder zu low. Kommt wieder nur Blue. Dann werde ich dann am Schluss noch mal nachgucken, was die abgesägte Schrot so wert ist. Aber ich glaube, es ist auch nicht so billig, wie es vielleicht dann 2-3 Euro sein. Maximal. Ach, kann doch gehen, nicht mehr was. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube die Pharmacy wäre das Beste unter den Pink Skins, das man so gelten kann. Vom Preis hier. Nochmal die Nova. Das ist die Nova, er spielt Nova. Beziehungsweise ich spiele selten nur Nova. Letzte Kiste ist die Max 7, Alter, wer wollte die Max 7 nicht? Max 7 ist schon krass. Das braucht man, will man. Oh mein Gott. So, die abgesiegte Schrotflinte geht weg für 1. Ui. 1,30, sogar noch lower als ich dachte. Aber gut, ist halt auch nur eine abgesiegte Schrotflinte. Und ist Swerron, also. Ist kein Skin, was man oft spielt, beziehungsweise was gut weggeht am Markt. So, und jetzt zum Giveaway. Ich mache ja, wie gesagt, einmal monatlich ein Giveaway. Letztes Monat waren es 2 Akka Redlines. Und heute wird es, beziehungsweise dieses Monat wird es diese nice Akka Neon Revolution. Sie ist viel testet, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, viel testet. Und geht raus. Also ich mache das wieder mit den Kommentaren. Ich werde mir da einen Kommentar aussuchen, beziehungsweise nicht ich. Ich werde das wieder einen Random Picker picken lassen. Es zählt wie immer nur ein Kommentar, also wenn ihr jetzt mehr Kommentare schreibt, ist egal, es wird halt ein Kommentar gewertet. Ein Daumen nach oben auf das Video ist Pflicht und ein Abo auf meinem Kanal ist ebenfalls Pflicht.
Wenn ihr diese drei Kriterien erfüllt, dann seid ihr im Pod dabei und dann habt ihr eine Chance auf diese nice AK Neon Revolution. So, jetzt hätte ich es fast nicht mehr aussprechen können. Ja, und dann war es dann auch schon wieder mit dem Video. Vergesst nicht noch die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann sage ich euch ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.